Nun ist es offiziell, Eintracht Frankfurt hat den André Silva Nachfolger gefunden und es ist die erwartete Verpflichtung von dem Kolumbianer Santos Borré. Der 25-Jährige aus Kolumbien unterschreibt einen Vertrag bei der Eintracht und wird in der nächsten Saison für die Eintracht auf dem Platz stehen. Reden wir doch mal kurz über diesen Deal und was er für die Eintracht bedeutet. Viel Spaß mit diesem Video. Ich habe schon ein Video darüber gemacht, dass Santos Borré ganz im Fokus der Eintracht steht, nachdem ja André Silva jetzt sehr wahrscheinlich dann gewechselt ist zu RB Leipzig zu dem Zeitpunkt noch. Jetzt ist ja offiziell, dass André Silva zukünftig im Dress der Roten Bullen auflaufen wird und Frankfurt einen Nachfolger braucht. Was diesen Transfer jetzt von dem Kolumbianer so interessant macht, ist, dass er auch ablösefrei ist und zu den gefährlichsten Stürmern momentan in Argentinien zählt. Er kommt von River Plate, dem argentinischen Traditionsverein aus Buenos Aires, und hat dort wirklich einen sehr guten Ruf entwickelt und sich auch wirklich sehr beliebt bei den Fans gemacht. Santos Borré ist 25 Jahre alt, wie gesagt, er kommt aus Kolumbien, ist 1,74 groß, gelernter Mittelstürmer, wo er auch natürlich spielt die meiste Zeit. Wie gesagt, spielt er momentan in Argentinien und hat einen Marktwert von ungefähr 17 Millionen, den die Eintracht aber jetzt nicht zahlen muss, weil er ablösefrei ist und der Vertrag so ausgelaufen wäre bei River Plate. Deswegen ein sehr, sehr guter Deal für die Eintracht. Und er hat schon mal in Europa gespielt, er kennt die europäischen Ligen, die spanische Liga vor allem, denn dort ist er mal bei Atletico Madrid unter Vertrag gestanden, ist dort aber zu wenig Einsatzzeit gekommen. Deswegen ist er zu Villarreal ausgeliehen worden, wo er auch ein wenig gespielt hat. Nicht überragend. Ist dann auf jeden Fall zurückgekehrt nach Südamerika, wo er dann bei River Plate sich wirklich als ein sehr, sehr guter Stürmer etablieren konnte und auch wirklich dort einen Namen gemacht hat. Santos Borré unterschreibt einen Vertrag bis 2025, also einen langfristigen Vertrag, und wird bei der Eintracht natürlich im Sturm gesetzt sein. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein wenig Konkurrenzkampf zwischen ihm und Jovelic geben wird wahrscheinlich, oder Ragnar Ake, aber ich denke, er wird jetzt der Hauptstürmer werden bei der Eintracht, nachdem jetzt Silva gegangen ist das die direkte Antwort von Frankfurt darauf, und sie ist natürlich auch sehr kostengünstig, denn wie gesagt, er kommt ja ablösefrei, das Einzige, was übernommen wird, ist das Gehalt, und er hat auf jeden Fall auch sehr gute Statistiken. Er hat in 149 Spielen 74 Scorer gemacht, was sehr, sehr impressive, also sehr, sehr gut ist, aus dem Spiel für Kolumbien momentan bei der Copa America mit und steht im Halbfinale gegen Argentinien, hängt natürlich dann auch vom Abschneiden ab, ob er jetzt dann gleich zur Eintracht kommt, ins Trainingslager einsteigt und ob er sich dann gleich ins Team anpassen kann. Ob Oliver Glasner das Beste aus ihm rausholen wird, werden wir sehen. Aber ich finde persönlich, dass dieser Transfer eine sehr gute Antwort ist auf den André Silva-Abgang, denn Borré hat gute Stats, er war schon einmal in Europa. Es ist natürlich ein wenig Risiko dabei, weil er schon mal in Europa war und natürlich ein bisschen gescheitert ist, aber ich denke, mit seinen 25 Jahren ist er jetzt erfahrener geworden. Und die südamerikanische Liga ist auf jeden Fall keine schlechte Liga, vor allem die argentinische mit River Plate und Buenos Aires, also den Boca Juniors besser gesagt. Da ist schon sehr viel Konkurrenzkampf dabei. Somit reagiert die Eintracht schnell auf den Abgang von André Silva und sichert sich damit die Dienste des Kolumbianers, der jetzt den Verein langfristig verstärken wird. Was ist eure Meinung zu diesem Transfer? Was von den, so von den ersten Sachen, die ihr gehört habt, würdest du sagen, das ist ein guter Deal? Hättest du da vielleicht jemand anderem im Kopf gehabt, der jetzt zur Eintracht hätte wechseln sollen? Oder hättest du euch jemand anderen gewünscht, besser gesagt? Bitte gerne auch in die Kommentare schreiben, wie ihr glaubt, dass Santos Borré den Verein zukünftig verstärken kann. Ich denke, dieser Transfer ist sehr, sehr smart, sehr klug, denn es ist ein Low-Risk-Transfer mit einem großen möglichen Konsequenz, dass er halt gut spielen wird und dadurch halt auch seinen Marktwert erhöhen wird. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist nur mal die Möglichkeit, dass man jemand anderen holt. Aber ich denke auf jeden Fall, er hat die Fähigkeiten dazu, ein guter Torjäger bei den Eintracht zu werden. Wie gesagt, haut es auch mal in die Kommentare rein. Ich diskutiere wie immer gerne mit, und falls euch dieses Video gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen. Den Kanal abonnieren, wenn ihr mehr Content sehen wollt über die Fußballwelt in Deutschland, in Österreich und so weiter. Dann würde ich mich sehr freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Bis bald und ciao.